Ein sonniger Frühsommertag in Buchholz. In dem idyllischen Hafen am Rande der Müritz liegt ein großer Teil der Schiffsflotte von Yachtcharter Römer. Von hier aus kann man mit einer Motorjacht wundervolle Rundturns über die Mecklenburger Seenplatte, aber auch One-Way-Turns an die Ostsee oder nach Berlin machen. Auch Sven und Moni wollen ihren Urlaub auf dem Wasser verbringen. Kurz vor 10 Uhr treffen sie in der Basis des Vercharterers ein. Mike, der Stützpunktmanager, zeigt ihnen ihr Urlaubsdomizil für die nächsten 7 Tage. Bitte schön an Bord. Die komfortable 11 Meter lange Motorjacht begeistert die beiden Urlauber. Während ihres Turns soll Sven allerdings nicht ständig am Ruder stehen. Und so will Moni ihren Charterschein vor Ort machen. Dieser setzt eine circa 2-stündige Einführung in das Handling des Schiffes und die Verkehrsregeln auf dem Wasser voraus. Die Unterweisung übernimmt gleich Stützpunktmanager Mike. Dann bitte den Gang einlegen, den Hebel einmal nach vorne schieben und dann ist er eingerastet. Jawohl, und jetzt fahren wir schon voraus. Nach einer anschließenden Probefahrt auf der Ariba darf dann Moni auch guten Gewissens allein die Yacht durch das Charterscheinrevier führen. Allerdings gilt dieser Schein nur für das ausgewiesene Revier und für die Zeit der Charter. Somit für Neulinge im Wassersport eine gute Gelegenheit, die Faszination eines Bootsurlaubs auf einfache Weise kennen und lieben zu lernen. Schon die ersten Minuten auf dem Wasser sind Erholung pur. Leise gleitet die Motorjacht durch den Müritzkanal, vorbei an schilfbestandenen Ufern, malerischen Bootshäusern und kleinen Badebuchten. Am liebsten möchte man alle paar Meter den Anker werfen, die Ruhe genießen und den Wasservögeln beim fröhlichen Gezwitscher zuhören. Die fast unberührte Natur verführt geradezu zum Träumen. Nach Passieren der kleinen Müritz und dem Yachthafen Rechlin eröffnet sich der Blick über die Weite des kleinen Meeres im Nordosten Deutschlands, die Müritz. 29 Kilometer lang und 13 Kilometer breit ist sie in ihren größten Ausdehnungen. 117 Quadratmeter Wasserfläche lassen das Skipperherz höher schlagen. Die Müritz ist ein beliebtes Segel- und Wasserwanderrevier und aufgrund ihrer Größe von Touristen nicht überlaufen. Man findet immer eine Bucht, in der man im Flachwasser ankern kann und sich ungestört fühlt. Ob zum Kaffeetrinken, Sonnenbaden oder für den Sprung ins erfrischende Wasser. Nach einer ausgiebigen Pause geht's mit Volldampf voraus in Richtung Waren. Moni und Sven wollen den größten Ort an der Müritz für sich erobern. Für einen Abstecher während der Fahrt lohnt auch das zum Hotel ausgebaute Schloss Klink. Im gut ausgebauten Stadthafen von Waren findet sich für Gastliga immer ein freies Plätzchen. Hier liegt man sicher und umgeben von der historischen Altstadt kann man das bunte Treiben im Hafen in Ruhe beobachten. Unsere Urlauber wollen allerdings noch mehr von dem Luftkurort sehen und begeben sich auf Entdeckungstour. Im Stadtbild begeistern die liebevoll rekonstruierten Fachwerkhäuser, der alte, neue Markt und das Rathaus. Kleine Einkaufsstraßen mit vielen Geschäften laden zum Bummeln ein. Die Marienkirche, das Wahrzeichen der Stadt, ist von allen Punkten des Ortes gut zu sehen. So hat man notfalls immer eine Orientierungshilfe. Ausklingen lässt man einen Tag in Waren, natürlich mit einem leckeren Cocktail im Stadthafen. Die warme Nachmittagssonne auf der Haut, ein kühles Getränk und ein großartiger Rundblick über den Hafen, das ist Urlaub pur. Am nächsten Tag geht's ausgeruht weiter. Schließlich wollen Moni und Sven in ihrer Urlaubswoche noch Berlin erreichen. Sie fahren die Müritz in südlicher Richtung hinunter.
Vorbei geht's an sattgelben Rapsfeldern und dunkelgrünen Kiefernwäldern. Die Success von Römer Yachtcharter läuft brav geradeaus und so kann der Blick ruhig mal in die Ferne schweifen. Sonnenstrahlen verlocken unsere beiden Urlauber in einer Bucht zu einem ausgedehnten Badestopp. Schließlich will man ja nach dem Urlaub seine Freunde mit der sonnengebräunten Haut ein wenig neidisch machen. Der Weg in Richtung Berlin führt durch die Müritz-Havel-Wasserstraße. Hier gibt es rechts und links des Weges immer was zu entdecken. Unberührte Flora und Fauna, alte Gehöfte, Fischreiher und Wildgänse. Man begegnet natürlich auch immer mal wieder anderen Urlaubern auf Motorjachten, in Paddelbooten oder beim Angeln. Die Flüsse und Kanäle in der Gegend sind mal romantisch verschlungen, mal schnurgeradeaus, bieten aber immer Reizvolles für die Sinne. Die Schleuse Miro ist die erste von 14 Schleusen auf dem Weg in die Bundeshauptstadt. Sie bieten eine willkommene Abwechslung, um sich die Beine ein wenig zu vertreten oder einen Plausch mit anderen Freizeitskippern zu halten. Meist wollen nicht mehr als 2 bis 3 Yachten gleichzeitig geschleust werden. Und so läuft das Überwinden des Höhenunterschiedes immer in Ruhe und Gemütlichkeit ab. Drei bis vier gemütliche Tage benötigt man von hier bis Berlin. Viele kleine und größere Ortschaften kann man in dieser Zeit entdecken und sich der Gelassenheit der Mecklenburger und Brandenburger Landschaft hingeben. Frühstück im Norden Berlins. Hallo. Sven hat im Hafen frische Brötchen besorgt und gemeinsam genießen die zwei den Beginn ihres letzten Urlaubstages. Ihre Etappe führt sie heute quer durch die Stadt zum Berliner Stützpunkt von Römer Yachtcharter. Ordentlich gestärkt werden die Leinen ein letztes Mal losgeworfen und die Reise durch die Hauptstadt beginnt. Besonders interessant ist die Fahrt durch den Innenstadtbereich von Berlin. Vorbei am Tiergarten, dem Kanzleramt, dem Bundestag, der Museumsinsel, der Mühlendammschleuse in den Süden Berlins. Hier begegnen unserer Charterjacht jede Menge Ausflugsdampfer mit Berlin-Touristen. Anlegestellen und Cafés laden den Skipper zum Verweilen ein. Wer es jedoch etwas ruhiger mag, kann auch den Weg durch den Landwehrkanal wählen. Hier zeigt sich die grüne Lunge Berlins in beeindruckender Weise. Hinter der architektonisch wunderschönen Oberbaumbrücke treffen die beiden Routen wieder aufeinander. Noch ein echter Hingucker auf unserer Fahrt ist die Plastik des Molecule Mans in Treptow. Nun ist der traumhafte Urlaub von Moni und Sven wirklich zu Ende. An dem Apart-Hotel in Oberschöneweide legen sie am Steg von Römer Yachtcharter an. 7 wundervolle Tage, voll von tollen Eindrücken einer faszinierenden Reise auf dem Wasser durch ganz unterschiedliche Landschaften. Ein Urlaub, der Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird.